So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das klappt jetzt. Das ist also eine Möglichkeit. Das ist allerdings ein bisschen komplizierter, wenn nämlich die beiden Ebenen verschieden orientiert sind, sodass oder der Nullpunkt liegt zum Beispiel dazwischen. Ich finde das ein bisschen komplizierter rechentechnisch. Da muss man also sehr genau operieren. Die Methode, die hier oben steht, ist für mich eigentlich die bevorzugte. Ja, was haben wir noch? Abstand windschiefer Geraden. Das ist auch eine komplizierte Kiste. Und zwar gibt es zu zwei windschiefen Geraden im Raum natürlich, gibt es auf jeder Geraden genau einen Punkt derart, dass die Verbindungslinie dieser zwei Punkte senkrecht zu beiden Geraden steht. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Am besten, ihr nehmt, wenn ich zum Beispiel, ich mache jetzt mal so ein Beispiel, ich nehme hier so einen Schuhkarton. So. So, jetzt habe ich so einen Schuhkarton. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier oben, ich habe hier eine Gerade. Das ist jetzt zum Beispiel meine Gerade G1. Und dann nehme ich hier unten auf der unteren Ebene, dann nehme ich diese Parallelgerade. Das ist mein G2. Die geht jetzt hier so weiter und geht jetzt hier. Die Geraden sind also windschief. G2 und jetzt seht ihr, dass es genau einen Punkt gibt, der auf beiden, dass es auch auf jeder Geraden einen Punkt gibt, derart, dass wenn ich die Verbindungslinie dieser zwei Punkte ziehe, dass die Verbindungslinie senkrecht auf beiden Geraden steht. Das ist natürlich hier und hier der Fall. Und das ist dann definiert als Abstand zwei windschiefer Geraden. Man kann sich das zum Beispiel schön verständlich machen, indem man zwei Bleistifte nimmt, die mit der linken und der rechten Hand hält und dann zwischen beiden Bleistiften ein Gummiband spannt und dieses Gummiband dann hin und her schiebt, gibt es genau eine Position, sodass das rote Gummiband sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Geraden senkrecht steht. Ja, und das ist auch die Hilfskizze, die man braucht, um den Abstand windschiefer Geraden zu berechnen. Das habe ich hier einmal aufgezeichnet, und zwar, ich habe hier eine Ebene EG2, in der liegt die gerade G2 mit dem Lotfußpunkt L2. Darüber parallel habe ich eine Ebene, da liegt G1 drin. Man muss sich erstmal überlegen, dass man überhaupt zwei so parallele Ebenen dann machen kann. Und hier ist EG1 mit der geraden G1 und dem Lotpunkt L1 und die Verbindung von L1 und L2 steht senkrecht auf beiden Geraden. Das ist also mein D hier. Und die beiden Geraden sind windschief. Ja. Jetzt habe ich das hier nochmal genau aufgeschrieben. Das findet man natürlich auch in Büchern hier mehr oder weniger vernünftig erklärt. L1, L2, der Vektor steht senkrecht auf G1 und G2. Die Hilfsebenen EG1 und EG2 enthalten jeweils G1 und G2 und sind parallel zueinander, haben also einen gemeinsamen normalen Vektor. Das ist eigentlich die wesentliche Aussage. Die haben einen gemeinsamen normalen Vektor. So, wir machen das mal an einem Beispiel. Also, es rutscht jetzt. Ist es besser. Gerade Nummer 1 mit diesem Richtungsvektor, gerade Nummer 2 mit diesem Richtungsvektor. Mit Hilfe der Richtungsvektoren 4, 1, minus 6 und 0, minus 1, 3 berechnet man einen normalen Vektor, der zu den zwei parallelen Hilfsebenen EG1 und EG2 gehört. Und zwar setze ich an meinen normalen Vektor. Normalen Einheitsvektor. Ich setze erstmal an, mein Vektor n gleich, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, n1, n2, n3. Dieser Vektor steht auf 4, 1, minus 6 senkrecht, deshalb ist 4 n1 plus 1 n2 minus 6 n3 gleich 0, das Skalarprodukt, also aus diesem und diesem. Zum Zweiten steht dieser Vektor n senkrecht auf 0, minus 1, 3 auf den zwei Richtungsvektoren, weil die Richtungsvektoren mit den Geraden ja in den Ebenen liegen. Also habe ich 0 n1 minus 1 n2 plus 3 n3 gleich 0. Da das ein unterbestimmtes System ist, darf ich einen Parameter wählen.
Ich habe jetzt n3 gleich 4 deshalb gewählt, weil da halbwegs vernünftige Zahlen rauskommen. Ich hätte auch n3 gleich 1 wählen können, dann wäre das so krude geworden. Also ich wähle n3 gleich 4. Dann kriege ich raus n2 gleich 12 und n1 gleich 3. Und mein normalen Vektor ist 3, 12, 4. Die Länge von 3, 12, 4 ist 13, habe ich hier ausgerechnet. Und wenn ich jetzt den normalen Vektor mit dem Kehrwert der Länge multipliziere, dann kriege ich den normalen Einheitsvektor. Das ist also der normalen Einheitsvektor von der Hilfsebene EG1, die G1 enthält, und von der Hilfsebene EG2, die G2 enthält, wobei EG1 parallel zu EG2 ist, und deshalb haben Sie einen gemeinsamen normalen Einheitsvektor. Ich weiß gar nicht, warum das so zitterig ist. Ich glaube, ja, jetzt geht es eigentlich. Jetzt geht es eigentlich ganz normal weiter. Ihr könnt euch entsinnen, wenn ich zwei, soll ich nochmal zurückblättern? Ich habe jetzt zwei parallele Hilfsebenen. So. Und ich habe einen normalen Vektor, der senkrecht darauf steht. Das bedeutet also, ich kann dieses alte Verfahren Ebene Punkt wählen. Ich nehme mir eine Ebene heraus und wähle irgendeinen anderen Punkt aus der anderen Ebene, zum Beispiel aus EG1. Und wenn ich dann von hier, das muss jetzt nicht auf der Geraden liegen, wenn ich jetzt hier von hier das Lot fälle, dann ist das also der Abstand. Das habe ich gemacht. Also ich habe den Punkt aus der Geraden habe ich genommen, ja. Wählt man jetzt zum Beispiel aus G1, G1 liegt ja in EG1 den Punkt 6, 1, minus 4, das ist wieder der Ortsvektor, und berechnet den Abstand von 6, 1, minus 4 zu EG2, dann erhält man Folgendes: Ich habe hier den normalen Einheitsvektor, hier habe ich den Ortsvektor, und das ist mein Punkt, das ist also die Formel n mal x0 minus p, die ich ja in der letzten n0, die ich ja in der letzten im letzten Video hergeleitet habe, n0 mal, da habe ich also x0 minus p, hier ist das p also eingesetzt, und dann kriege ich hier unten raus, hier also der normalen Vektor, zuerst die Klammern ausrechnen, gibt 2, 1, minus 7, und dann die Komponenten miteinander multiplizieren und dann die Wurzel daraus ziehen. Da müsste, habe ich mich ja jetzt vertan. Ne, da müsste 10 Dreizehntel rauskommen, ja. Genau. Ach ja, ich habe hier die zwei Komponenten und dann 6, 18, 10, 13. Ja, und das obige Beispiel, muss ich mal eben, dieses obige Beispiel, das ich da gezeigt habe, das lässt sich ohne weiteres verallgemeinern. Das habe ich einmal aufgeschrieben. Das ist die erste Gerade hier. Das ist die zweite Gerade. Und dann, wenn man das durchgeht, seht ihr, ist das hier der normalen Vektor. Also hier, das sind ja die Richtungsvektoren. Man braucht die Richtungsvektoren. U Kreuz V ist der Vektor, der auf U und V senkrecht steht, wenn man das Kreuzprodukt kennt. Also schreibe ich mal in U Kreuz V. Steht senkrecht auf U und steht senkrecht auf V. Kreuz V steht senkrecht auf U und V. Und wenn ich das durch den Betrag teile, dann habe ich einen normalen Einheitsvektor mal, und dann rechne ich eben x1 minus x2, wobei x1 jetzt hier raus ist. Ja, das habe ich jetzt so ein bisschen. x1 minus, ich würde lieber sagen, minus p ist, glaube ich, besser. Ja, so. Dann gibt das kein Problem. Ja, das ist nochmal ein Überblick, findet man in fast allen Büchern. Das letzte findet man
nicht mehr in Büchern, in Schulbüchern. Manche Schulbücher machen das Kreuzprodukt nicht mehr. Manche Schulbücher machen auch Lage Windschiefer gerade nicht mehr, weil das alles viel zu schwierig ist. Das muss jeder selbst entscheiden. Ja, und im nächsten Video werde ich dann alle Schnittwinkelfälle, das ist besonders einfach, nochmal an den Beispielen, an einigen Beispielen zeigen. Und dann bin ich damit fast durch, den Ausblick, was man da noch machen könnte. Ebenen und geraden Schaden, Kugeln und Kugelscharen, das habe ich schon veröffentlicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.